Das Evangelium für den heutigen Tag steht bei Matthäus im 14. Kapitel. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um alleine zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete er: Bringt sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und sprach den Lobpreis. Brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Leuten. Und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.